So Leute, willkommen zurück zu Kingdom Hearts 2. Wir haben die Thronwelt jetzt erstmal abgeschlossen und kehren in die reale Welt zurück. Mit einem neuen Schlüsselschwert. So, das wäre geschafft. Schaut mal. Tron, viel Glück. Also, wie geht's weiter? Klarer Fall, wir greifen auf den DTD-Bereich zu. Der König sieht sich in der Stadt um. Er ist bald zurück, also seid unbesorgt. Hey Leute, ihr verlangt ein Kennwort. Das Kennwort lautet... Zora! Goofy! Das trifft den Nagel auf den Kopf. Und? Wer sagt's denn? Wir sind drin. Ich gehe auch in die Stadt und mach mir ein Bild von der gegenwärtigen Situation. Willst du nicht zuerst die Daten prüfen? War nicht einfach an sie ranzukommen. Ich bin gleich wieder da. Hey Sora, fang doch schon mal an, die Daten zu laden und zu kopieren. Du musst nur ein paar Tasten drücken. Einfach, oder? Ja, auf jeden Fall. Drücken wir mal drauf, die Tasten. Schaffst du das? Dränge nicht, ich mach das schon. Seht mal, da tut sich was. Der Computer will wissen, worüber wir was wissen wollen. Rico und Kairi. Oh nein. Nicht mal Ansems Computer weiß was über sie. Was hast du vor? Ich frag den Computer mal, ob er uns was über diese Niemande sagen kann. Was ist das? Die Daten sind defekt. Versuchen wir es mal mit der Organisation. Er sucht. Die Daten sind defekt. Blöder Computer. Sora! Wer ist das denn? Oh, wie ich sehe, seid ihr drin. Oh, Eure Majestät. Sehr gut. Dank ihm müssten wir Antworten auf unsere Fragen bekommen. Aber er sagt uns nichts, außer dass alle Daten da drin kaputt sind. Wir haben nur dieses Bild von einem Typen, den wir nicht kennen. Ansem der Weise! Ihr macht euch wieder lustig über uns. Habt ihr schon vergessen, wie Ansem aussah, Eure Majestät? Natürlich nicht. Und das ist er. Glaubt mir. Kommt doch bitte mal kurz mit, Majestät. Seht her, das ist Ansem. Der Typ, den wir unter allergrößten Mühen besiegt haben. Ach ja, ich wollte euch ja noch so einiges erklären. Der Mann auf dem Bild ist definitiv derjenige, der Kingdom Hearts an sich reißen wollte. Der, den ihr besiegt habt. Oder besser gesagt, ihr habt den Herzlosen dieses Mannes besiegt. Und dieser Mann war nicht wirklich Ansem, er hat sich nur für ihn ausgegeben. Ihr meint... Der ganze Ärger nur, um einen Schwindler zu besiegen? Ein Schwindler zwar, aber ihm musste Einhalt geboten werden. Das hat meine Plötzlich aus! Jetzt bin ich aber verwirrt. Wenn er der Falsche war, was ist dann mit dem echten Ansem geschehen?
Genau das ist es, was ich herauszufinden versuche. Anzen der Weise müsste alles über die Pläne der Organisation 13 und was in der gesamten Welt vor sich geht, wissen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er uns helfen wird. Einmal hätte ich ihn sogar beinahe gefunden. Sag bloß, da ist noch mehr. Ich komme ja jetzt schon kaum noch mit. Naja, ich dachte mir nur, irgendein Kerl namens Anzem, der gar nicht Anzem war, wurde zu einem Herzlosen. Heißt das etwa, dass dabei dann auch ein Niemand erschaffen wurde? Ja! Und dieser Niemand ist der Anführer der Organisation. Was? Ich habe diesen falschen Anzem irgendwo getroffen. Den Anführer der Organisation habe ich auch gesehen. Die beiden verströmten irgendwie dieselbe Aura. Und wo habt ihr ihn getroffen? Oh Junge, ich kann mich nicht erinnern. Anzem der Weise, der echte Anzem, muss die wahre Identität des Betrügers kennen. Ich muss ihn unbedingt finden und dazu befragen. Du bist an allem schuld. Wegen dir sind Rico und Kairi. Oh, Eure Majestät, wisst ihr, wo Rico ist? Rico, es tut mir leid, ich kann dir nicht helfen. Wirklich, Eure Majestät? Seid ihr sicher? Es tut mir leid, Sora. Und was ist mit Kairi? Die Organisation 13 hat sie vielleicht entführt. Oh nein! Sora, Donald, Goofy! Ich hatte vor, Anzem den Weisen um Hilfe zu bitten. Doch, jetzt weiß ich, dass ich darüber das Wichtigste vergessen hatte. Anderen zu helfen sollte Vorrang davor haben, andere um Hilfe zu bitten. Uns geht es gut und wir können frei entscheiden. Und die Entscheidung muss lauten, unseren Freunden in Not zu helfen. Suchen wir Rico und Kairi doch gemeinsam. Was war das? Scheint, als bräuchten zuerst unsere Freunde hier Hilfe. Oh, oh, was ist jetzt wieder los? Die Explosion kam von draußen, oder? Es muss ja wirklich schlimm sein. Das könnte ein ziemlich langer Kampf werden. Bist du bereit, Sora? Der König ist alleine rausgegangen. Wir müssen ihm schnell hinterher. Lasst ab von den Weißen. Kümmert euch um Sora und seine Freunde. Nicht doch. Ihr wollt also wissen? Das könnt ihr haben. So, jetzt geht's wieder rund, Leute. Oh, diese Niemanden sind extrem gefährlich, die man gerade am Rand gesehen hat. Wenn die zuhauen, weil wenn die uns greifen, dann können die uns so weg.
Ja, die drehen uns rum wie ein Karussell und können uns so dann wegbremsen. Ich muss sagen, Goofys Attacke ist ja echt praktisch. Die werde ich anlassen auf jeden Fall. Wo ist Malefiz? Sie hat wohl die Flucht ergriffen. Das ist aber echt schwach von ihr. Haben wir uns für die falsche Seite entschieden? Ich dachte, es ging um Schätze noch und Löcher. Bei mir hätten wir auch noch einiges noch mal überdenken sollen. Ist doof und man musste sie nur ansehen und wusste, es wird was, oder? Ich war mir sicher, es wäre okay, bei ihr nicht zu machen, denn sie kam so überzeugt ohne Zeit. Ein lautes Buh für die Alte. Also, wenn ihr jemandes Partei ergreifen wollt, warum nicht Leon? Er und die anderen können Hilfe gebrauchen. Dieser Leon, hat er irgendwelche Schätze? Und wie wusste ich davon? Perfekt! Dann los! Wer seid ihr? Ach, unsere Namen tun nichts zur Sache. Nur drei fanatische Schatzsucher. Bis dann irgendwann! Hatte Leon denn wirklich irgendwelche Schätze? Wir haben keine Zeit für euch. Ist Sephiroth nicht angeblich die dunkle Seite von Clouds Herzen? Hat Cloud euch das erzählt? Dann hat er es jetzt also begriffen. Was hast du mit ihm vor? Gar nichts. Cloud ist derjenige, der sich nach der Dunkelheit verzehrt. Er sagte, er hat mit dir noch eine Rechnung offen. Verstehe. Dann vermisst er mich also. Ich will ihm geben, wonach er verlangt. Die letzten Strahlen des Lichts, sie lassen sich immer am schwersten auslöschen. Das war so Sephiroth, er ähnelt Cloud wirklich ein wenig. Ich würde Cloud gerne Bescheid sagen, aber wir müssen zuerst den anderen helfen. In der Stadt wimmelt es nur von Herzlosen und niemanden. Was ist denn da los? Leon und die anderen unterwegs zum Ausnuch. Wir sollten dich schnell finden. Gut, dann machen wir das mal. Es werden uns auf dem Weg dann einige Kämpfe erwarten. Mal schauen, wie schnell wir mit denen fertig werden. Und ja, dieses Level wird länger als drei Parts gehen, weil, ja, seht ihr noch. Das sind diese neuen Niemand und die sind gefährlich. Die sind sehr, sehr gefährlich. Und richtig nervt, die können nämlich wegschleudern. Aber wir haben mal Pitch and Hit. So können wir diesen niemanden ordentlich zeigen. Und wie ihr seht, es sind sogar altbekannte Niemande dabei, die wir schon mal gesehen haben. Können wir Zeiten noch mal schauen,
wie denn diese Niemande heißen. Und das war gerade dieser Kick, den ich meinte, der so nervig sein kann. Ob die weißen Formpicks eine gute Idee war? Ob die wirklich so eine gute Idee war? Naja, was soll's. Die halten schon eine Menge aus. Die halten schon eine Menge aus. Der König ist im Außenhof. Begebt euch auch dorthin. Alles klar. Kommst du mit so vielen zurecht? Naja. Könnte eng werden, wenn noch einer auftaucht. Um diesen einen werde ich mich dann wohl kümmern. Ach, du kämpfst auch, ne? Mir wurde zugetragen, du suchst nach mir. Ja, und bist du erst besiegt, wird die Dunkelheit weichen. Wird sie das? Die Dunkelheit entstammt deinen eigenen dunklen Erinnerungen. Glaubst du, du kannst deine Vergangenheit auslöschen? Sei still! Gesteh es dir ein. Du wendest dich von der Gegenwart ab und lebst in der Vergangenheit. Denn das Licht der Gegenwart blendet dich. Du weißt nichts über mich! Cloud! Doch alles. Denn ich bin du. Leon,
Leute, haltet durch. Oh ja, definitiv. Und ihr merkt schon, unsere Freunde brauchen uns Hilfe. Aber darum kümmern wir uns beim nächsten Mal von bei Kingdom Hearts 2. Bis dann, ciao.